Halbzeit in der Grand Arena Meisterschaft. Das zweite Finale steht an und wir fangen jetzt gleich hier an dieser Stelle sofort an mit Division 5, mit derjenigen, wo es dieses Mal wirklich miserabel läuft. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes mit der Grand Arena Meisterschaft. Division 10 ist ja momentan noch am Start und es läuft in der Division 5 genauso ab, wie ich es erwartet habe. Denn ich treffe nur auf Gegner, die erstens aktiv sind, und zwar richtig aktiv sind, und die es richtig ernst meinen. Weil Division 5 schaut nicht gut aus. Ich habe in der ersten Runde bereits Kämpfe verloren, einen Kampf verloren. In der zweiten Runde habe ich jetzt schon zwei Kämpfe verloren, aber schaut sich das selber an. Habe ich ja, das habt ihr in den letzten Folgen gesehen. Also, das bin ich normalerweise bei meinem Let's Play Account nicht gewohnt, dass ich so abfracke. Aber das gehört leider zur Grand Arena dazu. Das Matchmaking ist verworren, aber es passt sich halt meinen an. Und gerade weil ich mich künstlich, ich habe es scheinbar gesagt, man soll sich nicht künstlich in eine Division halten. Da geht man nur baden. Lieber eine Division aufsteigen und dann versuchen, da durchzustarten. Selbst wenn man da eins auf die Nuss kriegt. Aber so kriegt man auf jeden Fall eins auf die Nuss. So wie es bei mir jetzt jedes einzelne Mal war. Jedes Mal habe ich es richtig schön auf die Nuss gekriegt. Aber egal jetzt. Jetzt haben wir hier einen Kampf, der schaut eigentlich relativ gut aus. Denn mein Gegner hat natürlich seine Verteidigung gesetzt, aber die ist eigentlich relativ leicht zu überwinden. Schaut jedenfalls sehr danach aus. Schauen wir mal an, was er noch in der Hinterhand hat. Er hat das Phoenix-Team auf Reliktstufe. What the? Er hat 5 Relikte. 5! Das muss man sich mal geben. Alle auf mittlere Reliktstufe. Aber sonst nix. Er hat die Geonosianer, aber sehr schwach. Alter, wird das Phoenix-Team definitiv nicht in der Verteidigung haben. Und die Geonosianer braucht er auch für den Angriff. Ja, schaut gut aus. Schaut gut aus. Aber es heißt noch lang nichts. Deswegen müssen wir diese beiden Teams erstmal rausnehmen. Fangen wir an. Also, nachdem ich keine Kopfgeldjäger, dann machen wir das mit Jedi Training Ray. Halt sich nicht. Ja, doch, mach mal. Natürlich könnte dann in der Hinterhand noch die Kopfgeldjäger gesetzt haben, die Geonosianer oder sogar sein Phoenix-Team. Wenn das Phoenix-Team gesetzt hat in die Verteidigung, na, dann Milex am Arsch. So. Einmal. Zweimal. So. Als erstes den jungen Han Solo, weil der kann das Ganze recht übel gestalten. Dann Kira, dann Han Solo. Versuchen wir Lando Calrissian zu betäuben und wegzuhauen. Betäuben, nein, aber wegnehmen. Tanken und erledigen. Okay. So. Die Geonosianer und
das Phoenix Team werde ich jetzt erstmal nicht benutzen. Nicht Phoenix Team. Meiden. Wir gehen uns Jana und Jedi, also die, ich meine Jedi Ritter, Moment, stopp. Mein Palpatine Team werde ich nicht benutzen. Genos Yara, Jedis und Padme sind tabu. Dann bleibt nicht mehr viel übrig. Rebellen. Dann bleibt nicht mehr viel übrig. So. Dann verstärken wir uns und können wir ihn betäuben? Nein, aber wir können ihn rausnehmen. Nein, immer noch nicht. Und boom. So. Dann den nächsten Tank. Befreien wir uns von allen Buffs. Tanken wir. So. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht, wie das läuft. Da kommt zu viel von der Lea. Einer, zwei, gut, wenigstens ein. Jawohl. So, jetzt. 58 Punkte. Das ist in Ordnung. So, jetzt schauen wir mal an. Wie gesagt, diese vier Teams waren tabu. Weil ich weiß nicht, was er... Er hat Yoda in die Verteidigung gesetzt. Er hat Yoda in die Verteidigung gesetzt. Mit Commander Luke. Okay. Dann... Dann läuft es relativ easy ab. Jedis und Geonosianer. Das ist eine gute Kombination, wo sich die Leute tierisch darüber freuen. Halt, nee. Sunfake, Soldat, Poggle, Spion, feuerfrei. So. Also, fangen wir an. Als erstes tun wir da hinten Mission Veo mal schnell erledigen. So, dann gibt es eins auf die Mütze auf Salbar. Der hat eine schöne Fähigkeitenblockade. Dann erledigen wir mal schnell T3 im M4. Ja, es langt aber nicht. So, dann nehmen wir in alle Buffs. Tun wir Salbar schnell erledigen. Dann T3M4, weil der mich auch nervt. Dann können wir in aller Ruhe Bastila schauen, weil Jolie Bindo hat nämlich nicht das Seta und somit ist sie ja vollkommen ungefährlich. Dann haben wir als nächstes nehmen wir mein Partner-Team. Jetzt bin ich wieder blind. Galaktische Republik. Wir nehmen mein Partner-Team. Halt, stopp. Auf geht's. Und erledigen dieses Team. So. Als erstes eine Runde auf die Dacker.
Dann. Dann. Zack. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. So, das war jetzt eigentlich relativ easy, relativ schnell. Jetzt haben wir natürlich noch die Schiffe. Oho, Thrawny Baby mit den Geonosianern. Das ist natürlich eine interessante Kombi. Das ist eine interessante Kombi. Das ist eine interessante Kombi. Pah! Ich will kein Schiff verlieren. Deswegen drei Tanks. So, wer blockiert? 2. So, dann tun wir mal schön Tanky-Tanky machen. Genau. Und jetzt nochmal Tanky-Tanky machen. Perfekt. Dann greifen wir mal den Spion an. Sehr gut. Dann rufen wir uns auch gleich den Spion rein. Meinen eigenen. Und erledigen gleich mal den Soldaten. Was kommt jetzt? Ein Tank. Dann erledigen wir Sandfake. Tun wir uns mal verstärken. Sehr gut. Können wir den Spion erledigen? Nein, können wir nicht. Aber jetzt, komm. Perfekt. So, und jetzt holen wir uns den Soldaten rein. Und tschüss. Aber jetzt. Perfekt. Und 63 Punkte, das ist doch mal eine schöne Zahl. Zum Schluss haben wir natürlich jetzt noch dieses Team hier. Dieses Team hier ist natürlich auch ein sehr, sehr interessantes Team. Wo ist meine Pastilla Schan? Wen nehmen wir noch mit dazu? Das war's. Und dann machen wir Feuer frei. Da sollte ich auch null Probleme haben. Als erstes machen wir ein Massaker auf alle. Das setzen wir auf Mace Windu. Dann Yoda erledigen. Dann. Jawohl. Du wirst verfolgt. Ich komme verstanden. Aber ich kann jetzt keine 5 Minuten warten. So, dann haben wir jetzt noch die 2. Dann machen wir hier nochmal Schwertchen. Nochmal da einen. So, dann kann der auch nichts mehr machen. Kriegt dann Fracture ins Gesicht. Und das war's. Boom, erledigt. Und wunderschöne 61 Punkte.
Punkte und damit ist der Full Clear gesichert und dieses Mal ist es ein Sieg. Also ich, wenn da nicht ein Sieg rauskommt, da beiß ich mir in den Arsch, sage ich gleich, mit 1576 Punkten, das kriegt der nicht hin, nicht mit dem Team, was er noch übrig hat. Das kriegt der nicht hin. Dann haben wir noch einen Erfolg. Genau. Und damit ist Division 5 abgeschlossen. Wenigstens einen Sieg habe ich jetzt einfahren können. Und wenigstens ein Zeta habe ich bekommen. Das ist schon mal wichtig für mich, weil ich brauche noch eins, damit ich wieder 20 zusammen habe. Damit ich die Ente wieder verteilen kann. Und wir sehen uns auf jeden Fall jetzt gleich hier in Division 3. Herzlich willkommen hier in Division 3 für die zweite Runde der Grand Arena Meisterschaft. So, holen wir uns erstmal den Erfolg ab, den wir uns verdient haben, nämlich den Kampf mit Anakin's Aether 3 in der Flottenarena. Ja, das ist ja, wenn man die Negotiator hat, in Division 3 habe ich sie ja, ist das alles relativ einfach, dass man da auch mal einen Kampf gewinnt. Weil der gehört ja dann zur Negotiator dazu, wie die Faust aufs Auge. Ja. Legen wir gleich los. Und hier schaut es ja aktuell so aus. Das wisst ihr, habe ich euch schon gezeigt. Ich habe hier einen Sieg und eine Niederlage. Die Niederlage habe ich erlitten mit den Punkten. Das habe ich euch beim letzten Mal ja nicht gezeigt. Beim letzten Mal lief es ja komplett auch alles wieder etwas anders ab. Lag aber auch daran, weil ich das Ganze am Abend gemacht haben musste, weil ich in der Früh einfach nicht in der Lage dazu war. Also nachts war ich definitiv nicht in der Lage dazu. Da ist meine Grippe gerade erst, also mein grippaler Effekt gerade erst so richtig durchgeschlagen. Und da war ich geistig definitiv und körperlich komplett durch. Komplett Fritte war ich da. Ja, mit 8 Punkten habe ich da verloren, weil ich glaube, ich habe hier hinten, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ne, hier habe ich keinen, aber ich glaube, ich habe einen. Oder ich habe Moment, Sekunde, das dauert noch gerade etwas länger. Irgendwo. Ne, der Gegner hat einfach besser gespielt als ich. So einfach ist das. Ja, hier habe ich dann einen Sieg errungen, weil mein Gegner, der hat gemeint, der, obwohl er Jedi Revan Dings gemacht hat, hat er nichts gemacht. Sein Problem, wenn er nämlich sowas hier in der Richtung hat, der hat nämlich das hier, ich habe schon gemeint, wo ich den hier gesehen habe. Ja, aber wenn er nichts macht, Pech gehabt. So, nichtsdestotrotz ist Dai Malco Jin mein Gegner, da geht's und er hat das hier. Und da wird er auch wieder das gleiche. Aber ansonsten wird er nichts haben. Jetzt ist nur die Frage, ob er den in die Verteidigung gesetzt hat. Jetzt schauen wir mal an, wie schnell er ist. 291, das ist ein gutes Tempo, aber das kommt nicht auf ihn drauf an, sondern auf sie drauf an. Also nicht nur 270, also sie ist langsamer. Somit könnte ich es klappen, wenn ich auf ihn treffen würde. Ich weiß es nicht, ich habe noch nicht mal nachgeschaut. Okay. Interessant. Alles klar. Holy crap. Okay, da oben ist uninteressant für mich. Das macht mein Padme-Team. Das hier macht mein Widerstandsteam. Also kein Problem. Das Hauptproblem ist das hier. Was wackelt da so? Ich drehe mit meiner Maus. Nö. Komisches Geräusch, was da gewesen ist. So, also wir haben jetzt hier ein Jedi Revan-Team. Wie schnell ist seine Jedi Revan-Team? 268, das ist ein ordentliches Tempo. Okay, normalerweise ist es nicht so. Wie schnell ist sein 227?
Okay. Machen wir ein Mirror Match. Wo ist meine Bastila Shan? Wo ist sie? Wo bist du? Da ist meine geliebte Bastila Shan. Wo bist du? Zack. Also, meiner sollte deutlich schneller sein. Genau, 284. Genau. Auf geht's. Und mein Yoda ist sowieso schnell, noch schneller. Das muss man dazu sagen. Mein Yoda ist ja richtig. Der hat ja richtig Feuer unter dem Hintern. Der ist nämlich schneller als mein. So. Zack. Und fixieren wir ihn hier gleich an. Jawohl. So, dann greifen wir gemeinsam an. Dann tun wir das gleiche Spiel nochmal machen. Jawohl, jetzt hat er seinen Schutz verloren. Und er geht auf meinen Yoda los. Sehr gut. Das quält mir doch. Oder auch nicht. Jetzt verliere ich meinen Schutz. Oder? Jawohl. Nicht meinen Schutz, sondern meine Dingsbums da. So. So, der ist raus. Dann einmal hier so. Dann Basics. Ein schöner AOE. Dann ein paar Buffs verteilen. Dann ein bisschen Heili Heili machen. Und jawohl. Und jetzt nochmal. Ja, fast. Das gleiche Spiel. Betäubt ist er. Einmal. Und zweimal. Und damit ist dieser Kampf gewonnen. Markieren kannst du mich. Das interessiert mich jetzt nicht, die Bohne. Das ist mir jetzt halt vollkommen wurscht. Selbst wenn ich dich jetzt verlieren würde, verlierst du diesen Kampf hier definitiv. Genau, damit habe ich ja gerechnet. Aber das heißt nämlich noch lang nichts. Genauso habe ich mal jetzt gedacht. Punktezahl ist zwar jetzt nicht optimal, aber Hauptsache ein Sieg. So, jetzt haben wir natürlich das Problem hier. Diese verdammten Geonosianer. Und vor allem, weil sie alle schon Gear 12 sind, aber wenigstens kein Gear 13. Ich will jetzt mein, das, mein, ich könnte natürlich jetzt mein, nee. Also. Wir machen das jetzt anders. Wir setzen Trayer. Das Problem ist nämlich, das hier brauche ich nämlich. Das hier brauche ich nämlich. Und das kann Vader nicht liefern. Der hat nur Schaden über Zeit. Und deswegen setze ich ihn mit dazu. Dann machen wir auch Palpatine. Mein Sein ist definitiv noch nicht so weit. Aber mein Vader sollte das... deswegen machen wir das jetzt so. Mein Vader sollte das eigentlich im Alleingang machen können. Aber weil ich die letzten Male auch mal auf die Schnauze gefallen bin, machen wir das jetzt halt ein bisschen anders. Oh, wir haben 3 Stacks auf Brut Alpha. Das könnte langen. Und das langt auch. Und jetzt heißt wieder, Vader räumt den Tisch.
So. Das ist nämlich aber auch nicht schlimm, weil... Treya hätte ich ja sowieso nicht für nichts anderes einsetzen können. Und beim letzten Mal bin ich mit meinem Vader auf die Schnauze gefallen. So. Okay. 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 Das ist interessant. Er hat sein Das Reber nicht eingesetzt. Okay. Dann machen wir das jetzt anders. Aber wenn er sein Das Reber nicht einsetzt, dann setze ich ihn ein. Dann setze ich ihn ein. Auf geht's. Also. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. Und damit haben wir diesen Kampf relativ easy gewonnen. So, jetzt haben wir natürlich dieses Team hier. Da setzen wir auf natürlich keinen anderen als Commander Luke. In Verbindung mit Han, mit R2-D2. Und Obi-Wan alter Ben als Tank als Unterstützung. Ja, versuchen wir sie mit dem Wandschutz zu erledigen. Ja, so langt nicht. Okay, dann machen wir erstmal eine schöne Verbrennung. Einmal hier. Zack. Können wir ihn betäuben? Nein, natürlich nicht. Können wir sie weghauen? Jawohl. So, gefällt mir das doch gleich. Dann hauen wir ihn jetzt. Eieieiei. So, jetzt machen wir Unsichtbarkeitsschirm. Nehmen wir ihn weg. So. Dann machen wir einen Smash. Nehmen wir ihn alle Buffs weg. Jawohl, die greifen den Falschen an. So mag ich das haben. Dann... So, jetzt will ich den aber wegnehmen. Sehr schön. Sehr gut. Und damit ist ein Full Clear sehr nahe gekommen. Es kommt darauf an, was er in die Verteidigung gesetzt hat. Schiffsverteidigung meine ich. So, weil diese zwei Teams, die sehe ich jetzt nicht als großes Problem an. Als erstes machen wir das Ganze mit zack, zack. So, mit diesem Team hier. Wir machen natürlich jetzt, gehen jetzt da kein Risiko ein, sondern wir versuchen da unser Bestes zu geben. Also. Als erstes machen wir den. Genau. Genau, weil dann hätte mir sonst meine Buffs genommen. Dann machen wir einmal hier so. Genau. So. Zack. Dann. Wer ist das? Genau, der ist. Sie ist die Schwächste. Dann greifen wir jetzt hier gemeinsam an. Einmal hier. Erster Tod. Sehr gut. Sehr gut.
abgeprallt. Und jetzt nehmen wir ihm das weg. Oh, jetzt greift er. Eieiei. Komm. Weg damit. So. Also, jetzt haben wir natürlich hier vier. Das nehmen wir ihm weg. Warte mal. Das machen wir zweites verwirren. Und dann müssen wir den zweiten Tod initiieren. Genau. So. Dann die alte Dacker nehmen wir raus. Dann kriegst du das dritte verwirren. Und Sekunde, wir wollen ihn so komplett rausnehmen. Der ist jetzt betäubt, das ist nicht gut. Dann nehmen wir uns jetzt die alte Dacker vor. Aber nicht alte Dacker, sondern Mutter Talzin. Weg. Und zack. So. Einmal. Und tschüss. Und tschüss. So habe ich die Kämpfe am liebsten, wenn man sie ein bisschen kontrollieren kann. Weil so da habe ich jetzt zu keinem Zeitpunkt Probleme gehabt. So, was ich werde natürlich jetzt ein paar Probleme bekommen. Sekunde. So. Aber das sollte trotzdem hoffentlich gut funktionieren. Ist auch mein einziger Versuch, den ich habe. Alles andere, dann habe ich alles verbraten. Also, aber normalerweise. So, eieieiei. Boah. So. Das ist natürlich jetzt extrem übel. So, können wir ihn betäuben? Nein, natürlich nicht. Ah! So, jetzt sind sie alle ein bisschen verwirrter. Ich bin auch verwirrt. Der wird jetzt angreifen. Und der wird... Eieiei, ich sage ja, das ist... Genau, das habe ich erwartet. Genau. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich sogar ein richtiges Problem. Kann ich den... Endlich, jetzt kann ich ihn mal betäuben. Jetzt habe ich den auch betäubt. So, jetzt Illuminate Destiny. Ja, der ist noch... nicht greifbar. Versuch mal Cat Bane zu erledigen. Ah, das ist doch. So.
Jetzt nehmen wir eben hier die Zugleiste wieder. Oh, das war jetzt nervig. Moment. Jetzt, komm, komm. Jetzt sitzt er. Oh, das ist so nervig, wenn das nicht funktioniert. Ich muss echt die Effektivität noch ein bisschen erhöhen bei meiner Jedi Training Ray. So, jetzt nochmal Illumini Destiny. Warte mal, jetzt nehmen wir ihm Zugleiste. So, jetzt hat er wieder Fähigkeitenblockade. Das dauert mir echt ein bisschen zu lang, aber das war mir klar, dass das passieren würde. Weil das war unglücklicherweise leider klar. Weil auf Jango Fett zwei Setas sitzen. Das ist nämlich, mit zwei Setas ist der extrem gefährlich. Und da kann das schon, ganz anders ausgehen. Da kann das richtig übel ausgehen. Wenn der zwei Setas ist. Und das hat der gehabt. Hätte Boba Fett auch noch sein zweites Seta gehabt. Und vor allem Dengar hat auch sein Seta gehabt. Psch. Jetzt lass den Bosk noch auf Relikte sein. Dann wäre ich mit dem meinem Team wahrscheinlich, hätte ich Probleme bekommen. Ha, mit diesem Team kriege ich keine Probleme. Full clear, gesichert. Das ist klar. Also wenn ich das nicht schaffe, mit meinem wunderschönen Negotiator, wenn ich das nicht schaffe, oh, dann heißt, du kannst nach Hause gehen, du kannst nach Hause gehen. Ich bin ja schon zu Hause, aber das spielt keine Rolle. So. Wenigstens zwei Full Clears in dieser Grand Arena schon mal gesichert. Mal sehen, was in der dritten Welt da wartet. Mehr sowieso ein Brocken auf mich. Oh. So. Okay. Können wir ihn? Ja, fähig. Jawohl. Und dann vielleicht können wir ihn schon. Weil er kann sich nämlich nicht unsichtbar machen. Und haben wir nämlich gleich weg. So will ich das haben. Vader ist auch nach Hause. Dann heilen wir uns mal ein bisschen und hauen ihn jetzt auch. Oh, schade. Wir tun uns aber heilen und alles. Zack, genau. So. Schön brav weiter heilen. Und tschüss. Und 63 Punkte. Das ist doch ein gutes Ergebnis. Und das muss der Gegner erstmal schlagen. Er hat zwar das Reban auf einer sehr, sehr guten Stufe, aber 1742 AI. Das ist auch wieder zu wenig. Ah, der kann. Ah. Ob ich jetzt da einen Sieg raushole, weiß ich nicht. 1742 ist ein bisschen wenig. Ich habe jetzt doch zu viele Punkte liegen lassen. Hier. Ich habe zwei Charaktere verloren und das ist zwei zu viel. Das könnte mir noch auf die Füße fallen. Aber wir werden sehen.
Jo, nichts weiter. Und damit haben wir Division 3 abgeschlossen. Wir sehen uns jetzt gleich hier in Division 1. Bis gleich dann. Herzlich willkommen hier in Division 1 zum Abschluss der zweiten Phase. Zweiten Phase von der Grand Arena Meisterschaft in der 10. Staffel. Legen wir los. Mein Gegner ist James Fett. Jetzt schauen wir jetzt mal an. Ich werde euch gleich sagen, da kriege ich eins auf die Schnauze. Das weiß ich jetzt schon. Es sei denn, er hat etwas nicht gemacht. Aber ich gehe davon aus, dass er es gemacht hat. Also, ihr seht, ich habe hier zwei Siegerungen. Das ist er auch durch meine Weichende, weil jetzt kann ich ja eine einigermaßen vernünftige Verteidigung setzen, durch die nur wenige durchkommen. Aber mein Gegner hat das hier. Und soweit bin ich noch lang nicht. Und somit brauche ich gar nicht erst anfangen, weil den krieg ich nicht platt. Weil ich das wusste. Habe ich sie in die Verteidigung gesetzt. Aber er hat das gleiche gemacht. Er hat ihn in die Verteidigung gesetzt. Und somit sind wir jetzt wieder an einem Putt angekommen. Ich habe keinerlei Möglichkeiten, an diesem Team hier vorbeizukommen. Wie kann ich Kylo Ren besiegen? Mit welchem Team auch immer, ich schaffe das nicht. Hier hat er natürlich schon angegriffen. Da ist er natürlich perfekt durchgekommen. Darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Dass er hier noch nicht weitergemacht hat, verstehe ich zwar nicht, weil, ja, da wird er auch durchkommen ohne Ende. Entschuldigung. Was hat er hier gesetzt? Er hat hier seine Padme. Er hat hier Kylo Ren. Und er hat hier... Also, wir werden auf jeden Fall jetzt diese drei Teams hier rausnehmen. Das kriege ich hin. Dann probiere ich es hier mit diesem Team hier. Das sollte ich auch eigentlich relativ easy rauskriegen. Und dann kommt es auf die Punkte drauf an. Aber das ist halt so, wenn du eine galaktische Legende hast, setzt du die in die Verteidigung. Und viele Gegner scheitern daran. Und jetzt kommt es natürlich an auf die Punkte. Und zwar, er kann insgesamt zwei Felder clearen. Diese beiden. Ich kann wahrscheinlich diese beiden clearen. Ob er das hier cleart, das hier, also ich glaube, dass er auf jeden Fall das schaffen wird, weil er wird mit Sicherheit dieses Team hier erledigen. Da bin ich fest davon überzeugt. Er wird dieses Team wahrscheinlich auch erledigen. Aber Galaktische Legende wird er nicht erledigen. Das heißt, dieses Feld wird er, dieses Feld und das Feld wird er zu 90%, also zwei Drittel erledigen. Ich kann nur diese beiden clearen und das clearen. Und somit hat er gewonnen. Ist leider so. Also, fangen wir an. Machen wir erstmal. Und da nehmen wir ein komplettes Widerstandsteam. Das Schöne daran ist, dass er auch ein komplettes Widerstandsteam hat. Und da spielt es keine Rolle, nur weil sie Relikte haben. Nur weil er Relikte hat, heißt das nicht, ich habe ja auch Relikte. Und sonst ist ja nichts dabei. Schauen wir nochmal. Ja. Es ist nichts weiter als ein komplettes Relikte-Team, genauso wie ich. Und somit wird mein Widerstandsteam damit genau funktionieren. So. Zack. 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 Und los geht's. Also, wenn ich da
Entschuldigung, jetzt kommt schon wieder was. So. Also einmal und zweimal. So. Jetzt haben wir schon mal den ersten. Dann versuchen wir den Henker erledigen. So, der ist raus. Dann Kylo Ren. Betäuben hat nicht funktioniert. So, dann erledigen wir den TIE-Pilot der ersten Ordnung. So, jetzt nehmen wir ihm das wieder weg, alles. Sehr gut. Warte mal. Wir nehmen ihm hier Zugleiste und alles weg. Dann machen wir nochmal das hier. Jetzt gehen wir auf Phasma los. Dann gehen wir hier auf Kylo Ren selber los. Dann tanken wir. Dann boom. Das ist natürlich jetzt dann etwas schwieriger, weil die Gegner sind natürlich etwas haltbarer. Nichtsdestotrotz. So, können wir ihn betäuben? Nein. Dann wieder Zugleiste. Und jetzt nochmal Illumi Destiny. So, der erste ist raus. Wie gesagt, es dauert alles nur, aber ist eigentlich relativ. Es ist genauso wie ein normales Widerstandscamp, nur dass das alles auf hoher Reliktstufe ist. Das ist das Einzige. Und damit ist dieser Kampf safe gewonnen. Okay. Dann. Erster Kampf, mein. Zweiter Kampf, Jedi. Meine Jedis, meine wunderschönen, geliebten, immer wieder sehr faszinierenden Jedis mit dem hier. Und dann wollen wir mal seinen Teams rausnehmen. Also, gib ihm alles. Also, als erstes machen wir zack, dann einmal hier so, dann einmal hier so, dann machen wir Basic, wir schicken Yoda vor, oh, der erledigt den schon, dann kommt. Okay, dann schicken wir nochmal Yoda auf den vor. Nochmal, jawohl. Okay.
Ich habe schon viel erlebt. Ich sag's immer wieder. Aber die Great Arena überrascht mich immer wieder. Wisst ihr, ich habe noch nie es erlebt, dass bei diesen Kämpfen ich einen One-Shot auf Jolie Bindo erlebt habe. Alle anderen war mir egal, aber er macht einen One-Shot auf Jolie Bindo. Boah, dass ich den Kampf noch gewonnen habe. Okay. Da habe ich mir jetzt da weniger Sorgen gemacht, aber trotzdem. So. Also. Übrigens, nachdem ich das weiß mit meiner, dass ich die galaktische Legende nicht besiegen kann, ich werde auch jetzt nicht irgendwas probieren, weil ich da zu wenig Erfahrung mit das ist übrigens das erste Mal, dass ich gegen eine galaktische Legende selber antrete. Ich habe noch nie einen Kampf gegen eine galaktische Legende bestritten. Und somit habe ich keine Erfahrung damit. Das muss ich erst noch lernen. Ich habe zwar Videos gesehen, aber Videos sagen nicht alles. Es ist genauso. Es ist genau das Gleiche, warum das, was ich jetzt hier gemacht habe, So, warte mal. Weil auch den Kampf zum Beispiel jetzt gegen eine Padme in dieser Konstellation muss man auch erstmal lernen. So, und okay, das könnte für den eigentlich langen, genau. So, warte mal. Genau. Ich habe nur 2 Stacks. So, jetzt habe ich 5. Warte mal. Schauen wir das mal. Genau. Passt. Also, es war jetzt wirklich auch nicht perfekt. So, aber Padme ist ja noch nicht erledigt. Jetzt ist sie erledigt. Ja, dass ich jetzt hier Ahsoka verloren habe. Nicht Ahsoka, sondern nicht schlau. Also, dass ich gegen Ahsoka nicht General Kenobi verloren habe, war natürlich etwas unglücklich und war nicht so geplant. Aber das war einer der Gründe, weil Ahsoka betäubt war. Dann wäre das alles viel, viel einfacher geworden. Aber so ist es halt einfach. So, jetzt habe ich da, hier bin ich schon mal durch. Oh! Oh! Oh, das ist schön. Das ist sehr schön. Das ist gut. Anakin's Aether 2. Jetzt wechseln wir sofort auf die Galaktische Republik. Muss ich aber vorsichtig agieren. Ich nehme vorsichtshalber einen zweiten Tank mit. Genau. In diesem Fall lieber einen zweiten Tank.
bringt mehr. Entschuldigung. Alles andere würde mir jetzt halt nichts bringen. Okay. Dann Big Starkleiter mit Fähigkeitenblockade. Ist sehr gut. Genau. Dann. Richtig, weil dann habe ich sie schon mal rausgenommen. Jawohl. Ah, jetzt hat... Hm. Rufen wir Ahsoka rein, genau. So, passt. Was kommt jetzt? Genau. Passt. Sehr gut. Und damit haben wir diese Kämpfe alle wunderschön gewonnen. Zwei Felder gecleared, das, was ich erreichen will. Und jetzt haben wir noch diesen Kampf hier. Da werden wir natürlich ein Palpatine-Team nehmen. Einmal Palpatine. Dann nehmen wir Vader. Thrawn. Moment, wo ist er denn? Da ist er. Und der Teiljägerpilot. Auf geht's. Okay. Dann machen wir erstmal das hier. So. Das war natürlich etwas unglücklich. So, dann kriegt der erstmal den Fracture. Dann hier alle betäuben. Boom, einer. Boom, zwei. Boom, drei. Und Boom, vier. So, dann haben wir das schon mal erledigt. So, und jetzt haben wir natürlich das Problem mit der galaktischen Legende. Und ihr seht, ich wüsste jetzt noch nicht mal, wie ich dieses Team überhaupt angreifen kann. Und da muss ich sagen, da entschuldige ich mich, dass ich da einen Mangel an Wissen habe. Ein gewaltigen Mangel an Wissen. Weil ich sehe immer nur Videos, wie sie platt zu machen ist. Aber ich sehe selten Videos, wie er platt zu machen ist. Das werde ich jetzt erstmal in den nächsten Tagen in Erfahrung bringen. Weil ich werde natürlich in der nächsten Runde der Grand Arena wieder auf, mit Sicherheit eine, jetzt, ich werde jetzt dann öfters vorher hinkommen, aber das ist genau das Gleiche, wie es damals als Padme rausgekommen ist, wie das Revan rausgekommen ist, wie alle anderen Charaktere rausgekommen sind. Ich werde das lernen. Und dann werde ich mit Sicherheit da gut durchstarten. Aber ich weiß ganz genau, ich werde diesen Kampf verlieren. Und ich sehe es jetzt nicht ein, dass ich meine Truppen dafür, ja, opfere. Das ist so. Ich könnte jetzt mein das Revan-Team nehmen. Aber ich weiß, dass es nicht klappen wird. Weil das Revan kann eine galaktische Legende nicht besiegen. Ist so. Ist Fakt. Deswegen lassen wir das. Ich werde vielleicht
mich ein bisschen jetzt noch im Laufe des Tages schlau machen. Und vielleicht habe ich noch eine Möglichkeit, dass ich da vielleicht noch was machen kann. Deswegen werde ich jetzt erstmal nicht angreifen. Ich werde mich jetzt heute im Laufe des Tages, ich habe zwar nicht frei, ich muss heute wieder ganz normal arbeiten, aber das heißt noch lange nicht, dass ich mich nicht informieren kann. Ich werde mir alle Kämpfe mal raussuchen, wo man gegen Kylo Ren kämpft, und dann werden wir weitersehen. Dass ich natürlich trotzdem so gut wie keine Chance gegen ihn haben werde, das steht außer Frage. Er hat es ultimativ noch gar nicht freigeschalten. Somit ist er nur normal eine galaktische Legende. Schaut ein bisschen komisch aus. Aber egal, aber er hat es ultimativ gar nicht freigeschaltet. Er ist also auch noch dabei, das freizuschalten, genauso wie ich. Aber ich muss dazu sagen, ich habe meine galaktische Legende noch nicht auf. Ich habe sie nur auf Ausstattung für 12, weil ich 100 Teile zu wenig gesammelt habe. Aber ich habe ja auch, ja, alles andere habe ich in ausreichender Menge gesammelt, nur das nicht. Naja, so Leute. Das, wie gesagt, ich werde mich auf jeden Fall nochmal informieren. Vielleicht habe ich eine Möglichkeit, aber zum jetzigen Zeitpunkt schaut es dann eher mau aus. Also Leute, ich werde euch auf dem Laufenden halten bei der nächsten Runde der Grand Arena Meisterschaft. Vielleicht hänge ich noch was hinten dran, wenn ich es weiß, wie ich den knacken kann. Die galaktische Legende. Wenn ich es weiß und wenn ich da ein gutes Team habe, womit es funktionieren kann. Es sei denn, ich habe meine Teams alle schon verbraten, das kann natürlich auch der Fall sein, und dann hat sich sowieso erledigt. Aber es spielt keine Rolle, ich habe 2 Siege in der Division 1 errungen, und das ist doch schon mal viel, viel wert. Ich habe da schon ganz andere Sachen erlebt. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo und Glocke aktivieren. Ich wünsche allen einen schönen Tag, macht es gut, ciao, servus, möge die Macht mit euch sein und viel Spaß in der Great Arena. Wir sehen uns im nächsten Video.